Es ist Zeit für den Uni-Haul. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Disney-Haul und zwar vom Monat Juni. Ja, wir sind bereits im Juli angekommen. Man sieht es jetzt nicht so an meiner Klamotte. Der Sommer macht ja kurz Pause. Aber wir haben tatsächlich Sommer. Und wie ihr alle wisst, war ich ja im Disneyland. Ja, das Disneyland hat wieder aufgemacht. Und die ein oder andere Sache habe ich gekauft. Aber man muss sagen, ich habe mich schon etwas zurückgehalten. Das seht ihr aber gleich. Ansonsten noch mal was dabei vom Primark, EMP und allem. Also heute ist alles Mögliche dabei. Also wild gestreut, ganz viele Ohren, Klamotten etc. pp. Und ich würde sagen, wir legen los. Beginnen wir mit Primark. Wir sind ja am Montag bereits in Paris angekommen. Der Park hat ja am Dienstag für Soft Opening aufgemacht. Deswegen sind wir am Montagabend dann noch in die Mall in Val d'Europe. Und ja, da waren wir bei Primark und ich zeige euch, was ich mir so gekauft habe. Einmal hier diese Reusable Make-up Remover Pads in Mickey Mouse Form. Genau. Die habe ich zweimal gekauft. Einmal für meine Mama und einmal für mich. Jeweils 3 Euro. Genau, ich finde die immer sehr praktisch, so Make-up Removable Pads. Dasselbe nochmal mit Winnie Pooh. Auch für 3 Euro. Die sind hier in so einem Säckchen. Ich hole die mal raus, weil da kann man sie nicht so gut erkennen. Ja, es sind einige mehr, die sind auch dünner als die von Mickey. Aber ja, sind einfach runde, zusammengenähte Pads mit Winnie-Pooh-Muster. Ja, aber kann man immer ganz gut gebrauchen, vor allem auf Reisen finde ich die sehr praktisch. Davon habe ich mir nur ein paar gekauft oder ein Päckchen. Dann habe ich mir einmal hier diese Silikonform gekauft, auch für 3,50 Euro. Fand ich ganz süß für einen Kuchen oder, also ich sitze jetzt nicht so, dass ich jede Woche backen würde. Aber man weiß ja nie, für was man eine Mini-Mickey-Maus-Silikonform gebrauchen könnte. Deswegen einmal die Mickey-Maus-Silikonform und irgendwann wird der Tag kommen, wo ich sie benutzen werde. Dann noch was aus der neuen Kollektion, da war aber einiges schon weg. Also als wir ankamen, war schon sehr, sehr viel vergriffen von dieser neuen Kollektion. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sie heißt. Das ist dieses, ich zeige euch mal das Kleid. Es ist dieses Muster hier. Davon gibt es auch Pullover und Shorts und Tanktops, Offshoulder. Leider gab es die Shorts nicht mehr in meiner Größe und auch nicht mehr die Oberteile. Nur noch die Kleider. Also habe ich mir immer das Schwarze geholt. Jeweils 12 Euro kosten die Kleider. Finde ich ganz schön für den Hochsommer, für den Strand oder so. Und es ist jetzt auch nicht so bam, Disney in your face. Also wenn man guckt, dann sieht man hier Mickey und Mickey Mouse und Disney. Aber von Weitem, finde ich, fällt das jetzt nicht so auf. Und noch das Weiße, das hatte ich jetzt auch schon im Kos-Urlaub dabei. Einmal das Weiße. Es ist auch sehr Disney-unauffällig, finde ich. Wie gesagt, pro Kleid 12 Euro. Und dazu habe ich mir noch hier diese Schlappen gekauft. Primär, weil ich keine dabei hatte für das Hotel, wo wir im Disneyland waren. Und ja, die meisten haben ja so Fußbodenteppich und das finde ich jetzt nicht so lecker. Deswegen, ja, und ich bin auch immer so eine Frostbeule und brauche irgendwie immer Hausschuhe, egal ob es Sommer oder Winter ist. Ich brauche immer Hausschuhe zu Hause. Ja, deswegen habe ich mir die nochmal geholt und ich finde in Kombi mit den Kleidern im Urlaub oder so ist das echt ganz schick. Ich weiß leider nicht mehr, was sie gekostet haben, weil das Etikett bereits abgegangen ist. Ja, und das war's aus dem Primark. Ja, kommen wir zu einer Kooperation. Wer mein Unboxing von letzter Woche gesehen hat, weiß, was jetzt kommt. Wer es nicht gesehen hat,
verlinke ich das Video gerne bei dem i. Schaut mal vorbei, ich habe nämlich meine Pakete ausgepackt, die ich nach dem Urlaub bekommen habe, mit euch zusammen. Ja, deswegen kurzer Schnelldurchlauf. 3 T-Shirts habe ich von Evolve zugeschickt bekommen. Einmal dieses Prinzessinnen-T-Shirt, das habe ich in Größe L bestellt. Das ist nämlich der Frauenschnitt und da würde ich euch empfehlen, eine Nummer größer zu bestellen, weil die schon sehr tailliert geschnitten sind. Ebenfalls Frauenschnitt, dieses Dalmatina-T-Shirt gibt es auch in Weiß. Und einmal dieses Minimaus-T-Shirt, das ist jetzt die Unisex-Größe, die habe ich jetzt in M bestellt. Fällt auch ein bisschen größer aus, mit der Leo-Schleife mit Minimaus. Ich bin natürlich halt auf so einem Leo-Trip und kann ganz, ganz viel dazu kombinieren. Und wenn ihr auch eins dieser T-Shirts haben wollt oder auch andere T-Shirts, schaut gerne mal bei Evolve vorbei. Link findet ihr unten in der Infobox und mit Maus15 spart ihr auch noch 15%. Ja, kommen wir zu Schuhen bei Deichmann. Also ich finde irgendwie, Deichmann haut die letzten paar Tage, Wochen, Monate immer mal wieder richtig schicke Disney-Schuhe raus. Diesmal sind es sogar Sommerschuhe und so Disney-Schuhe habe ich noch nicht. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal so in dem Style so ohne Disney-Schuhe. Also ihr wisst, was ich meine. Genau, einmal habe ich mir dieses Paar. Also es gibt 3 Paar. Einmal rosa, blau und schwarz. Ich habe mir alle 3 bestellt, aber nur 2 behalten. Die rosanen habe ich zurückgeschickt, obwohl ihr bei Instagram abgestimmt habt, dass euch die rosanen am besten gefallen haben. Aber mir haben die blauen am besten gefallen und ihr seht hier ganz kleine Mickey-Köpfe. Seht ihr das? Und an der Seite steht Minnie Maus. Fallen normal aus. Also ich habe Schuhgröße 38 und habe auch 38 bestellt. Ein Paar kostet 25 Euro. Und wie gesagt, dasselbe Spiel nochmal in schwarz, obwohl das Muster auf der Schleife ein bisschen anders ist. Zeige ich euch natürlich auch gerne. Und zwar habt ihr hier so kleine Mickey-Köpfe. Ja. Und an der Seite auch nochmal Minnie Maus stehen. Oder? Ne, Mickey Maus. Genau. Also einmal die in schwarz und die in blau. Wie gesagt, gibt es noch in rosa, aber habe ich zurückgeschickt. Vielleicht, wenn irgendwann mal Sale sein sollte, würde ich die rosa mir auch nochmal bestellen. Aber das waren erstmal jetzt meine Favoriten, wie gesagt, beide 25 Euro. Ja, kommen wir zu ganz besonderen Stücken, wie ich finde. Eins habe ich bereits letztes Jahr gekauft und zu Bekannten nach Amerika schicken lassen. Ich habe mich so in diese Tasche verliebt und wer mir im Disneyland gefolgt ist, hat diese Tasche bereits auch gesehen. Die wurde mir jetzt nämlich nach Paris mitgebracht von diesen Bekannten aus Amerika. Genau, die haben mich Disneyland Paris besucht. Und ja, da ist sie. Ist die nicht schön? Ha! Also, es ist eine Tasche von Danielle Nicole. Und Danielle Nicole hat sowieso immer wunderschöne Taschen. Und ja, diese Tasche habe ich letztes Jahr im Internet gesehen und dachte, die musst du bestellen. Ich weiß auch nicht mehr, was sie gekostet hat. Könnte so 60, 70 Dollar gewesen sein, aber das war ja alles letztes Jahr. Und habe es zum Bekannten schicken lassen und da ist sie. Sie wurde mir jetzt mitgebracht und ich bin sehr, sehr schwer verliebt in diese Tasche. Ja, mit diesem schönen Cinderella-Muster. Muster-Design. Mit der Kutsche und dem Prinzen. Und ach, einfach ein Träumchen. Dann habe ich Make-up bestellt bei Zalando. Ach, möchte ich euch natürlich zeigen. Von Die Schöne und das Biest. Mir haben auch schon einige auf Instagram geschrieben, wie ich denn diese Palette finde. Ich habe es natürlich noch nicht getestet, weil ich sie ja euch erstmal im Haul zeigen wollte. Es ist eine Mischung aus Lidschatten und Rouge, Bronzer und Highlighter. Also eigentlich perfekt, wenn man irgendwo hinfährt, hat man alles in einem. Und die Farben sind natürlich auch nach Die Schöne und das Biest benannt. Also wir haben Be Our Guest, True Love, Maurice, Something There, Tale as Old as Time, Lidschatten wie Belle, Lumiere, Mrs. Potts, Ballroom, also alles nach Die Schöne und das Biest. Wie gesagt, habe ich bei Zalando gefunden. Da gibt es auch nur Highlighter von, ich glaube, Cinderella oder so. Also schaut mal vorbei. Die Firma ist I Love Revolution. Und übrigens packe ich euch natürlich wie immer alle Links zu den Sachen, die es noch online gibt, unten in die Infobox. Also, wer das auch mal nachkaufen möchte, einfach unten in der Infobox schauen. Wenn ihr den Link dort findet, wird es die Sachen auch noch online geben. Ja, kommen wir zu einem weiteren sehr
besonderen Stück. Also diese Firma wird mich ja irgendwann pleite machen, weil ich diese Röcke über alles liebe. Stitch Shoppy bei, oder Shop, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, bei Loungefly. Ihr wisst, ich habe schon einige Röcke von denen, aber diesen hier habe ich vorher, bevor ich ihn auf eBay gesehen habe, nicht gesehen. Also für mich war der gar nicht, also es gibt einige, die ich auf meiner Wunschliste habe, aber dadurch, dass sie jetzt aus über England nach Deutschland kommen müssen und das sehr viele Kosten, natürlich zusätzliche Kosten mit aufbringt, bin ich da immer so am Hadern, deswegen gucke ich auch immer bei eBay. Ja, und den habe ich halt gesehen und dachte, den brauchst du. Den musst du bestellen, da gab es ihn auch in meiner Größe. Und ich zeige ihn euch, haltet euch fest. Das sind die drei Feen von Dornröschen. Da. Und in der Mitte das Dornröschen-Schloss. In den Farben Blau-Rosa. Was soll ich sagen? Ich liebe diesen Rock. Natürlich gab es einen Pin dazu. Wie immer bei den Klamotten. Und ich habe mir Größe L bestellt. Ich bin ja bei... Ich schwanke bei den Röcken immer so zwischen M und L, aber L ist mir sicherer. Da kann ich nur ein bisschen was essen. Und hier an der Seite findet ihr einmal die Aufschrift Make it Blue. Und auf der anderen Seite Make it Pink. Ich liebe diese Details von diesen Röcken. Und diese Röcke sind einfach mein Verderben, was finanziell angeht. Ich weiß nicht, ich glaube mit Versand und Steuern war der auch schon bei 80 oder 90 Euro. Ja, ja, die sind nicht teuer. Die sind nicht teuer. Ich wünschte, die wären nicht teuer. Die sind schon teuer, aber ganz, ganz besondere Stücke. Kommen wir zu Shop Disney. Da habe ich mich ja letzten Monat echt zurückgehalten. Also, Hut ab. Aber es stand ja auch viel an, an Trips und so. Deswegen, ja, einmal habe ich mir die Haunted Mansion Ohren bestellt. Die habe ich nämlich noch nicht und die sehen aber mega aus. Die sehen einfach mega cool aus. Ich freue mich schon, die einmal tragen zu können. Und ich weiß auch schon, wann ich sie tragen werde. Aber das verrate ich euch nicht. Dann die zweite Sache. Eigentlich noch eine dritte Sache. Aber die musste ich zurückschicken, weil sie kaputt war. Das habt ihr im Unboxing auch gesehen. Einmal habe ich mir den mintfarben Spirit Jersey gekauft. Den habe ich dann jetzt auch behalten. Weil im Unboxing habe ich gesagt, ich weiß noch nicht, was ich behalte, was ich zurückschicke. Aber hier seht ihr, was ich behalten habe. Und zwar habe ich auch natürlich auch den mint grünen Spirit Jersey behalten. Achso, habe ich gesagt, die Ohren waren 30 Euro. Aber kosten alle Ohren bei Shop Disney. Und hinten habt ihr Disneyland Anaheim oder Disneyland Resort Aufschrift. Ich habe wieder Größe S und die Ohren musste ich zurückschicken, die passenden, weil die Schleife kaputt war. Jetzt muss ich mir nochmal neue bestellen irgendwann, aber ich warte, bis ich noch was bestelle, damit ich keine Versandkosten bezahle. Die sind nämlich noch auf Lager. Ja, Spirit Jersey wie immer 60 Euro. Und ich finde ihn wirklich schön. Man kann ihn auch sehr gut im Alltag tragen, weil er nicht so auffällig ist. Da habe ich auch im Unboxing gezeigt, also das Paket ausgepackt von EMP, weil es gab mega krasse Rabatte, als ich auf COS war. Super viele Sommer-Sales plus dann die Influencer-Codes oder Code. Konnte man richtig viel sparen. Und ich habe mir Folgendes ausgesucht und behalten, weil ich habe euch im Unboxing ja alles gezeigt, aber ich habe nur Folgendes behalten und zwar einmal diese Rainbow Clips hier. Ich glaube, die waren am Ende 11 Euro für alle. Finde ich ganz schön für die Haare im Sommer, für ein paar Frisuren. Auch passend zum Spoiler gleich, Rainbow Spirit Jersey aus Disneyland, aber den habe ich euch ja schon angekündigt im My Haul, dass ich mir den hole. Dann habe ich mir eine Prinzessinnen-Jeansjacke gekauft. Ich habe jetzt bereits drei. Eine Cinderella, eine Aurora und eine Aladdin. Und normalerweise kosten die 70 Euro. Aber durch dieses ganze Sale und Codes und bla bla habe ich am Ende nur 20 Euro dafür bezahlt. Ja, ich trage übrigens L in diesen Jeansjacken. Da kann man nämlich noch was drunter tragen. Und ich finde die Details wirklich schön. Und ich mag auch, dass es endlich mal eine dunkle Jeansjacke ist. Hinten habt ihr Jasmin, A Whole New World. Die Buttons sind auch richtig, also die Knöpfe sind richtig schön. Hier seht ihr auch die Wunderlampe am Ärmel. Also ganz, ganz viele schöne Aladdin-Details. Und ihr seht auch getragen
finde ich richtig schick aus. Und zu einigen Aladdin-Sachen, die ich habe, passt sie ganz gut. Und ja, ich habe sie behalten. Die Sandwich Mickey Umhängetasche. Die hat am Ende mit Rabatten 50 Euro gekostet. Normalerweise glaube ich 80, 90 Euro war der Originalpreis. Da musste ich jetzt mal zuschlagen, weil ich sie wirklich sehr, sehr gerne haben wollte. Ich liebe die ganze Snack-Kollektion. Die passenden Ohren und so. Deswegen, ja, musste ich behalten diese. Und die ist auch riesig groß. Also ein richtiger Blickfang. Und zu guter Letzt kommen wir zu den Disneyland Paris Sachen. Wie gesagt, ich habe mich zurückgehalten. Aber erstmal zeige ich euch eine Sache, die mir zugeschickt wurde von Disneyland Paris und dem Inside Ears Team. Und zwar das Space Mountain Buch. Das gab es für die Inside Ears Mitglieder. Und da könnt ihr alle möglichen Informationen über den Space Mountain, über Discoveryland herausfinden. Das Buch gibt es natürlich noch zu kaufen im Disneyland. Also falls ihr mal vor Ort seid und es euch auch interessiert. Es gibt auch ein Pirates Buch und ein Haunted oder ein Phantom Manor Buch. Und ja, könnt ihr euch vor Ort kaufen, wenn es euch interessiert. Das ist mein erstes Buch von der Reihe. Originalpreis wäre 22 Euro gewesen. Und ja, vielen Dank ans Disneyland Paris und ans Inside Ears Team fürs Zuschicken des tollen Buches. Da habe ich demnächst noch was zu lesen. Und ja, kommen wir zu den Sachen aus Disneyland. Aber zu einer Sache erstmal, die es letztes Jahr zu Halloween gab. Und eine liebe Freundin aus Paris oder aus Frankreich. Dort war ein Halloween. Ich war ja letztes Jahr an Halloween nicht da, wegen den ganzen Corona-Bestimmungen. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir die Maleficent-Ohren kaufen kann. Die gab es auch am Ende gar nicht mehr. Die waren alle ausverkauft und sie hat mir ein paar gekauft. Originalpreis war 23 Euro, aber sie hat auch Jahreskartenrabatt. Ich glaube, jetzt am Ende habe ich 18 Euro für die Ohren bezahlt. Oh, ich freue mich schon auf Halloween. Also sind die Ohren nicht der Knaller. Ich weiß, ach, mega. Also die haben auch hinten noch Ohren, aber sieht man nicht durch diese Schleife. Ich finde es einfach mega. Vielen Dank an Steph in dem Sinne. Sie spricht nur Französisch und Englisch. Ich glaube nicht, dass sie die Videos guckt, aber trotzdem vielen Dank. Ja, und jetzt kommen wir zu den tatsächlichen Sachen, die ich jetzt beim letzten Trip gekauft habe. Und zwar sind nur drei Sachen. Und zwei davon waren aus dem Sale. Also es gab Sale, 30-50% Rabatt. Und die zwei Paar Ohren, die ich mir gekauft habe, waren 30% reduziert. Plus dann die 20% Jahreskartenrabatt, die dann noch oben drauf kommen. Also im Endeffekt haben sie, glaube ich, 13 Euro gekostet. Und zwar einmal hier die goldschwarzen Ohren. Die sind aus der Tinkerbell-Kollektion, glaube ich. Hier an der Seite steht auch Disneyland Paris. Ich habe zwar schon schwarz-goldene Ohren vom 25. Geburtstag, aber die tun mir so weh beim Tragen. Deswegen habe ich mir jetzt noch ein paar gekauft. Ich hoffe, dass die nicht wehtun. Und dann habe ich mir noch die America-Ohren gekauft. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich oft tragen werde, aber für 13 Euro dachte ich, komm, nimmst du sie mal mit. Wenn du noch irgendwann mal nach Amerika fliegst, kannst du sie ja anziehen. Ja, also die zwei Paar Ohren und das letzte Stück, das wisst ihr, das habe ich schon im My Haul angekündigt und gerade eben. Es ist der Pride Spirit Jersey. So sieht er aus. In weiß. Ich hatte ihn jetzt schon im Urlaub an und so, deswegen ist er ein bisschen dreckig. Und das ist das hinten, oder das ist eher von hinten in den Regenbogenfarben mit Disneyland Paris. Wirklich wunderschön. Und hier unten habt ihr auch noch die Charaktere in Regenbogenfarben. Ja. Richtig schöner Spirit Jersey. Gibt es auch noch zur Zeit. Also wenn ihr mal im Disneyland seid, dann ja, den sollte es ein paar Monate, gibt es den bestimmt noch. Kosten 60 Euro, aber minus 20% Rabatt wegen der Jahreskarte. Ja, das war mein Uni-Haul. Gerne könnt ihr unten kommentieren, was euch denn am besten gefallen hat. Mein Highlight ist natürlich der Rock, die Cinderella-Tasche und die Maleficent-Ohren. Also alles sehr, sehr besondere Stücke, aber ich liebe ja trotzdem alles, was ich kaufe. Ja, also wie gesagt, ihr könnt gerne unten kommentieren, was euch am besten gefallen hat. Und ja, damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denkt natürlich daran, den Kanal zu abonnieren, auf die Glocke zu drücken und zu kommentieren und zu liken. Bis zum nächsten Mal.